Good evening and welcome to Russell Hill Rogers' Musical Evenings at San Fernando Cathedral, where the legendary Janoska Ensemble invites you to Vienna to celebrate the 250th anniversary of Beethoven's birth in the Austrian city where he spent much of his life composing his most eminent works. The musical universe is infinite, and the galaxy of best-loved composers alone contains thousands of musical suns. Stylistically, though, these are often musical light years apart. The Janoska Ensemble has set out to span intergalactic distance with its unique synthesis of musical worlds, and this venture has won them enthusiastic international acclaim in a remarkably short time. The four young progenitors of this art, each with superb classical training, have combined their individual musical attainments to perfection. Ondrej, František, and Roman Janoska, three brothers from Bratislava, Slovakia, and their brother-in-law, Julius Darvas, born and bred in Konstanz, have repeat engagements across four continents. The Janoska Ensemble has achieved the feat in the competitive jungle of today's music scene of forging their specific style into their own brand and thus into a genre concept, namely their Janoska style. Transposing familiar references from classical to pop into an audibly related and yet quite new message. Each of their precision-tuned arrangements invariably carries the hallmark of the ensemble's abounding musical invention, the Janoska fingerprints. This fingerprinting, with an amazing range of expression from moving to thrilling, naturally shows up in the ensemble members' own compositions. The Janoska style possesses the rare ability to enthuse dedicated followers of totally opposing genres. Its vast reserves of positive energy electrify an audience after just a few bars. But by the time they have embarked on their spontaneous virtuoso of improvisations, the four great artists have stirred even the most reticent listeners from their seats. The ensemble's debut album, Janoska Style, was released on the prestigious classical musical label Deutsche Grammophon in 2016 and attained gold status within a year. We have joining us all the way from Seoul, South Korea, Music Director Emeritus of the San Antonio Symphony, Sebastian Lang-Lessing, to speak with the artist as we explore this style, celebrate Beethoven's influence, and hear about music making during this global pandemic. Gentlemen, welcome to Vienna, Austria, and warm greetings to San Antonio, Texas. We are standing here on the remains of Vienna's old city fortification, a very interesting area. Why? Because Ludwig von Beethoven composed some of his most important works here in this building, here in Vienna. The Fourth Symphony, the Fifth Symphony, the Sixth Symphony, Leonore Fidelio, and who does not know it, the Bagatelle Burellis. Thank you.
Good evening, my dear friends back in San Antonio. My name is Sebastian Langlessing, the Music Director Emeritus of the San Antonio Symphony. I send you very warm greetings from Seoul, South Korea, where I'm right now in the middle of a production for a national tour of Puccini's La Bohème. Beethoven is, to all of us musicians, a constant challenge and a constant landmark when it comes to interpretation, to precision, to performance practice, to new ways of exploring his music. Beethoven's music is always relevant and always very direct because it is political. All of his music is a statement of independence, of freedom, of freedom of speech. While Beethoven was never completely deaf, he lost his hearing very, very early on. He was about 28 years old when it started being significant that his hearing was degenerating. His deafness is something that inspired, I think, a lot of his writing, because Beethoven was able to imagine and hear his music in a way we probably never will, in a perfection we probably never will achieve, because his imagination went way beyond what musicians were able to play, I think, at the time. In everything he wrote, he challenged his contemporary musicians to a degree that nobody has done before. Beethoven is a composer who really invented every single style of composition there is. And also, he basically set the standard for all the categories of the composition, whether it's the piano sonata. His 32 piano sonatas are the core of the piano repertoire. His piano concertos, his 9 symphonies, of course. He basically defined what a symphony really is. And after Mozart and Haydn being influenced by them, he took it on the next level and opened the symphony into something bigger. Celebrating Beethoven's 250th birthday requires us to note one thing: art is political. And Beethoven's work is very political. Whether it's in his opera Fidelio, where he actually propagates woman power. I mean, it's a feminist opera. It's an opera about the freedom of speech and against tyranny. And it's relevant today more than ever. Or whether that's in its 3rd symphony, where he tried to dedicate it to Napoleon Bonaparte because he embraced the values of the French Revolution, but when they were betrayed by him, when he crowned himself Emperor of France, he teared out this dedication. This is an extreme political statement. And a very brave one in a time where you could easily go to prison for much less of a political statement. Beethoven's music will always be modern because it is relevant to society. It's not a statement of a period of time somewhere at the end of the 18th and to the turn of the to the turn of the 19th century. No, Beethoven's music was avant-garde as his time and is modern today. Das Janoska Ensemble hat sich gedacht, wir nehmen 2 der ganz großen Komponisten, nämlich einmal auf der klassischen Seite Ludwig van Beethoven und auf der jazzigen Seite Cole Porter, der amerikanische Jazz-Standard-Komponist. Und wie sich klassische Musik mit dem Jazz vereinen kann, das möchten wir Ihnen gerne jetzt beweisen. Viel Spaß bei Cole over Beethoven. Thank you.
We are standing between the two most important concert halls here in Vienna, the Vienna Concerthaus and the Vienna Musikverein with its Golden Hall. We are sending you from Vienna very warm regards to San Antonio, US. Hope to see you soon again. Prioritäten setzen, aber mich freut's, dass ihr da seid. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Ich bin sehr begeistert von dem, was ihr macht. Die Kunst der Improvisation, da wollte ich mit euch drüber reden. Weil das ist natürlich etwas, was ein bisschen so in der klassischen Musik ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ich kenne noch ein paar Solisten, die, wenn sie Mozart-Klavierkonzert spielen, die Kadenz improvisieren und wirklich improvisieren. Also die ist jedes Mal anders. Aber das ist schon die Ausnahme. Wie sieht das bei euren Improvisationen aus? Dass das Publikum versteht, was ist spontan, und ihr seid jetzt zu viert, und was muss wirklich verabredet werden, damit es auch wirklich funktioniert, zu viert? Also wie du bereits schon angesprochen hast, in der Barockmusik und auch in der klassischen Musik wurde einfach sehr, sehr viel improvisiert. Ja. Improvisation wird heute leider nicht mehr auf Hochschulen unterrichtet, außer man studiert Orgel zum Beispiel, dort ist das natürlich noch Pflicht. Aber ich glaube, dass aufgrund der sehr guten Notation, die wir bereits haben, alles sehr klar geschrieben ist und die Leute trauen sich auch nicht, etwas anderes zu spielen, als was auf dem Notenpapier steht. Aber die Improvisation ist natürlich eine Sache, die von innen kommt, die einen eigenen Spirit hat. Und diese Sache kommt natürlich sehr, sehr spontan. Und wir haben das Improvisieren von Kindheit auf, von zu Hause aus erlernt. Das haben wir seit 6 Familiengenerationen mit auf den Weg bekommen. Und wir treffen uns natürlich, jemand bringt ein Stück, was wir gerne spielen möchten, also was uns wirklich auch berührt und bewegt. Und wir haben schon eine Basis, die abgesprochen ist, damit man ein Grundgerüst hat. Und jeder darf seine eigenen Ideen und Kreationen in diesem Stück hineingeben. Und der Rest, also ich glaube so 40% ist spontane Improvisation auf der Bühne, wo jeder natürlich auf den anderen sehr, sehr gut hören muss, sehr, sehr gut mitfühlen muss, was der andere gerade in diesem Moment erreichen möchte.
Und bei uns sind also, jedes Konzert ist ein anderes bei uns. Ja, das ist doch fantastisch. Ne? Ihr habt ja auch keine Barriere oder Berührungsangst mit irgendeinem Stil. Es ist ein bisschen schwer, euren Stil einzufassen, obwohl man wohl sagen kann, dass ihr alle hochkarätig klassisch trainierte Musiker seid und dass die Basis eures Könnens natürlich auch ist. Aber ob ihr in den Jazz auswandert oder auch Volksmusik mit einbindet, was ich sehr schön fand in Františeks Symphonie, die Hirtenflöte zum Beispiel, dass man auch Elemente einbindet, die hier von der Volksmusik herkommen oder von aus diesem Instrumentarium. Das heißt, eigentlich so eine World Music verkörpert ihr. Könnte man das sagen? Könnte man das so sagen, dass ihr Musik als solche nicht stilistisch gebunden seht, sondern als einen ständig in der Metamorphose befindlichen Prozess auf die Bühne bringt? Bei uns oder für uns war immer sehr wichtig, alle Genres, was wir auch als Kinder gelernt haben, ob es Jazz war oder wie du erwähnt hast, Volksmusik oder Popmusik und so weiter und so fort, möchten wir immer auf höchstem Niveau spielen. Es war eine Priorität, glaube ich, für uns. Und dass, wenn wir jetzt in Spanien konzertiert haben und da wieder das Flamenco mehr kennengelernt haben, und dann möchten wir immer neue Sachen in das Janoska-Style einzubauen. Das ist unendliche Möglichkeiten, würde ich sagen, und uns inspiriert einfach unsere Tours. Was wir sehen. Also die Länder, in denen wir kommen, ja. Die Kulturen auch. Ja. Kultur auch, ja. Das saugen wir mit dort auf und verwerten das wieder und bauen das in unsere Musik auch wieder ein. Thank you.
Thank you.
The Janoska Symphony No. 1 shows a journey in three pictures through countries and cities in the Danube region, whose long musical tradition has shaped me musically since my childhood. Bratislava, Vienna, and Budapest. The introduction to the first movement, Bratislava, already shows the importance of this coronation city, which used to be the old cultural center in European history. Then, the main theme in traditional Slovak style, followed by a waltz, reflecting the opening of one of the many balls in Bratislava. The typical Slovak shepherd's flute, fujara, gives a special local flavor, as well as the second, fast part of this movement, written in the Slovak dance rhythm, Odzemok. Before the grand finale, my special greeting sequence for Slovakia follows. A quote with variations of the Slovak folk song Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, which means dance, dance, turn beautifully. Interessiert euch persönlich an Beethoven, weil Beethoven scheint sich ja auch sehr, selber war ja auch ein großer Improvisator natürlich, aber Beethoven scheint sich ja auch zu eignen in eurem Stil, weil ähnlich, glaube ich, es gibt nur wenige Komponisten, bei denen das so gut funktioniert. Bei Bach funktioniert das komischerweise auch und wir wissen das noch von Playbach, das war so eins der frühesten Ensembles, wo Bach im Jazz-Ensemble, und das hat ja auch fantastisch funktioniert in den 70er Jahren. Ihr habt ja sicherlich auch noch kennengelernt. Bei Beethoven funktioniert das auch. Woran liegt das, dass Beethoven sich dafür so wahnsinnig gut eignet? Was ihr mit der Mondscheinsonate macht oder mit der Pathétique, das geht nicht unbedingt mit jedem Komponisten so einfach. Ich glaube, dass die Musik von Beethoven einfach genial ist, ja. Sie ist sehr, sehr harmonisch gesetzt. Die Musik ist sehr periodisch und es ist kein unüberlegter Ton drin. Und wie du schon gesagt hast, hat Beethoven sehr, sehr viel improvisiert. Und ein Freund von ihm hat einmal gesagt, wer Beethoven nicht hat improvisieren hören, der weiß gar nicht, was Improvisation ist. Und aber es kann auch sein, dass Beethoven und zum Beispiel die Mondscheinsonate eine von mehreren Möglichkeiten in seinem Kopf waren. Vielleicht wäre er auch überzeugt sogar von unserer Version und sagen, vielleicht später wäre er auch in diese Richtung gehen oder so, mit Harmonien und so weiter. Na, und das ist das da, da sind unendliche Möglichkeiten und er war auch ein sehr offener Komponist und Musiker, das hört man einfach in seiner Musik und unendliche Ideen, was er da für Kreationen komponiert hat, unglaublich. Und eben stilistisch auch so weit gefächert, im Prinzip hat er jeden Stil auch schon an, ich finde immer im ersten Klavierkonzert, im letzten Satz, da hört man schon Jazz. Da kommt ja, Jazz genau. Schon auf. Oder die Pastorale ist geschrieben wie Debussy, der langsame Satz. Wow. Sieht auch so aus wie Debussy. Also ich glaube, bei Beethoven ist schlichthin einfach der Urvater aller Komponisten in gewisser Weise. Und deswegen. Aber was man, glaube ich, bei Beethoven oft unterschätzt, ist, dass er eben auch ein genialer Melodiker war, so dass man seine Thematik auch so, so eingängig sie ist, sie eignet sich eben auch in allen möglichen Gestalten, sich zu verändern. Jetzt habe ich eine Frage zum Humor. Humor in der Musik. Die Leute haben ja von klassischer Musik die Vorstellung, dass eine bierernste Geschichte. Und das muss man genau nehmen und da wird nicht gelacht. Wie steht ihr zu dem Begriff Humor in der Musik? Können Sie sich ein Leben ohne Humor vorstellen? Nein, kann ich mir nicht, aber ich weiß auch... Ich persönlich
bin glücklich, wenn ich die Leute im Publikum lachen sehe. Beethoven war ja ein sehr humorvoller Mensch, auch wenn er sehr schlecht gelaunt sein könnte. Habt ihr eine besondere Beethoven-Anekdote, die ihr gerne mit einfließen lasst bei euren Konzerten? Besondere Beethoven-Begebenheiten aus seinem Leben, die für euch humorvollen... Für uns im Konzert sagen wir auch eben, dass Beethoven sehr gut improvisieren konnte. Und jemand, der kreativ und improvisieren kann, muss eigentlich ein lustiger und freier Mensch in Gedanken gewesen sein, der spontan hat improvisieren können. Und einfach, er hat improvisiert, weil er Freude an der Musik hat.
eine Frage, die noch aufkommen sollte, ist, wir haben eure Elterngeneration, dass ihr zusammen aufgewachsen seid, mit Musik gesprochen. Was macht denn die nächste Generation? Steht die auch schon in den Startlöchern? Kinder interessiert an der Musik und eurer Musik oder spielen vielleicht schon? Ja, die leben einfach mit uns, unsere Traum und unsere ganzen Tag, weil ich würde sagen, Janoska-Style ist eine Lebens, wie kannst du das definieren? Nicht nur, was wir auf Bühne spielen, aber auch was wir zu Hause leben. Das ist von Anfang bis von früh bis zum Abend Musik. Und die Kinder sehen das am ganzen Tag. Und ich habe zum Beispiel 3 Kinder. Amadeus, 7 Jahre alt, Leonidas, 5 und Naomi, 3. Und die sind schon beim Spielen. Amadeus spielt Geige und Violine. Der Leonidas spielt Geige und Violine, Entschuldigung. Amadeus spielt Geige und Klavier. Leonidas Violoncello und Naomi fängt an zu singen zum Beispiel. Also die Kinder sind alle höchst musikalisch, auch beim Roman Violine, Klavier, Gesang, beim Ondrej auch Klavier, in meiner Familie auch Klavier und Gesang. Und wir schauen, dass sich die nächste Generation auch mit der Musik erfreut, dass wir diese 6-jährige Musikgeneration an unsere nächste Generation auch weitergeben können. Thank you.
Thank you all very, very much. Thank you, Maestro, for staying up late in Korea. And you guys have a wonderful afternoon. Thank you very much. Special thanks to Maestro Long Lessing for taking the time to be with us amidst conducting the Korean National Opera and Radio Symphony before he heads to San Antonio's sister city, Gwangju, for his next engagement in South Korea. The concentrated versatility of the Janoska Ensemble now allows it to break new ground on the album Revolution, which was released internationally by Deutsche Grammophon in March of last year. In homage to the four ingenious Liverpoolers, the ensemble has arranged top Beatles hits, so we invite you to have a listen. We hope you enjoy the evening and look forward to seeing you at the next concert with audience favorite award winner from the Gerwitz International Piano Competition, all the way from Italy, Leonardo Colafelice. Wishing you and yours a happy holiday season and a prosperous, music-filled new year.